Komisch. So, jetzt muss ich mal nachgucken. Wo habe ich hier nochmal meine Automatik-Dinge eingestellt? Habe ich alle eingestellt. Wirkt sich auf Gegner aus. Maximal 10. Neutralisator. Besänftigen für 24 Sekunden. Ja, okay. Automatisch auswählen. Beanalysieren Gegnerort. Erstellt ein Dämpfungsfeld. Bla bla bla. Automatisch. Wie sieht das wieder aus? Ich hatte das an. Komisch. Das war ja seltsam. Fertig. Wir müssen noch die Gorn umnieten. Alle auf die Gorn, alle auf die Gorn. Nee, nicht aller Gakbar. Du hast wohl zu viel, du hast wohl zu viel Riddick gesehen, ne? Und dann labert es die ganze Zeit. Beim ersten Teil von Riddick. Hast du ihn noch nie gesehen? Ich habe kurz alle Filme nochmal reingezogen. Auch den dritten Teil. Der dritte Teil, muss ich sagen, ist nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste. Also ich finde, der ist eigentlich ganz okay. Ich kann nicht sagen, dass er schlecht ist, muss ich sagen. Ne? Auch wenn es wieder so ähnlich ist. Den zweiten Teil fand ich auch ziemlich gut, obwohl viele sagen, der zweite Teil war scheiße. Ich finde aber, der war gut. Ich fand ihn richtig gut. Ich fand ihn sehr gut. Aber gut, jeder hat andere Geschmäcker, muss man dazu sagen. Ne? Genau, innerhalb von 5 Sekunden. Und dann die von Galactica waren exakt 5 Sekunden. Und dann später noch zieht er sie nach oben und sagt, hier, wann können wir anfangen oder so ein Scheiß. Weißt doch, wo er gesagt hat, hier, und dann will sie mich nageln. Ah nee, dann nehme ich sie durch und wie sie noch nicht durchgenommen wurde. Raubkatzenrosa. Ganz genau, ey. Einfach genial. So, war einfach, also, oh, hier ist der Teleporter. Hast du ihn schon freigeschaltet? Gut. Aber ich fand's ganz ehrlich, also der Film hat wieder viele Gags dabei und du hast ja bestimmt auch gelesen, dass hier der dritte Teil hauptsächlich von oh Gott, wie heißt der jetzt? Hier der Schauspieler jetzt, oh Mann, mir fällt der Name gerade nicht ein. Vin Diesel, genau, hauptsächlich von Vin Diesel, ja, der ist dadurch bankrott beinahe gewesen. Ja. Stand einmal bei News. Er ist dadurch einmal bankrott beinahe gewesen, weil er den auch mitfinanziert hat, den Film. Sonst wäre er nie rausgekommen, der Film. Und ich muss sagen, ich finde es gut, dass es gemacht hat, weil ein vierter Teil wird hundertprozentig kommen. Dadurch kommt ein hundertprozentiger vierter Teil und darauf freue ich mich schon. Der heißt der Furia. Darauf freue ich mich richtig drauf, ey. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das weiß ich ganz genau, weiß ich, weiß ich. Ich stehe. Ja. Bis er gestorben ist, der eine. Wo willst du denn hin? Nee, wir müssen hier hin. Verschaffen Sie Zugriff auf den Satelliten. Fliegen Sie zum Satelliten. Das wird jetzt für eine Instanz sein, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber ist ja nebensächlich. Also ich muss sagen, der dritte Teil hat mir richtig gut gefallen. Der später noch mit, wo er da langgelaufen kommt, guckt nach Süden oder nach Osten. Und dann sagt der eine, der hat Eier.
Also ich muss sagen, gefällt mir richtig gut. Also wer sagt, der Film ist scheiße, der soll sich was weiß ich suchen. Aber er labert Müll in meinen Augen. Congratulations, Also ich fand ihn, wie gesagt, richtig geil. Der dritte muss ich sagen, also ich mag ihn auch am liebsten den zweiten. Am liebsten den zweiten, muss ich ehrlich sagen. Danach kommt, lass mich kurz nachdenken, eigentlich der dritte Teil, würde ich eher sagen. Ja, natürlich, warte, welche war es jetzt nochmal? Installation 18. Ja, und säuft und isst und die sitzt da unten und was so eine Scheiße. Ah, nehmen Sie sich ruhig einen Schluck. Nehmen Sie sich ruhig einen Schluck. Also die Gags bei Riddick sind einfach genial. Also ich muss sagen, ich habe mir sogar Spiel für Xbox 60 geholt, ne? Leider sind die Server beim Multiplayer leider offline. Aber die Story, ey, das hat so viel richtig Spaß gemacht. Also ich hoffe, es kommt abwärtskompatibel nochmal für die Xbox One, weil ich würde sofort wieder spielen. Ich würde sofort wieder spielen, ganz ehrlich. Allein schon die beiden Storys nochmal durchzuspielen. Das hat einfach riesen Spaß gemacht. Naja, wenn Elite-Controller später da benutzt, dann lasst es über die Steuerung. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich. Also das Spiel, das eine kam ja Butcher Bay. Butcher Bay spielt ja, glaube ich, sogar noch vor, spielt glaube ich noch vor Pitch Black, glaube ich, oder? Butcher Bay spielt ja, glaube ich, vor Pitch Black noch. Und das fand ich zum Beispiel auch genial. Aber halt mal. Hier müssen wir irgendwo noch was machen. Ah ja, hier den Alarm abschalten. Ich kann den Alarm nicht abschalten. Kannst du den Alarm abschalten? Hier? Ich weiß. Ich fand's schon scheiße, als die bei Battlestar Galactica mitgemacht hat. Fand ich schon scheiße. Ja, aber ich find's scheiße aus dem Grund, lass mich mal erklären. Wenn du den klassischen Battlestar Galactica mal gesehen hast, dann verstehst du weswegen. Weil ich den klassischen, da ist es ein Kerl. Da spielt kein Weib. Ja. Nein, Kampfstern Galactica heißt es dann auf Deutsch. Gibt es nur zwei Staffeln. Die erste Staffel beschreibt den Weg zur Erde und die zweite Staffel sind sie auf der Erde. Und deswegen finde ich die neue Serie scheiße. Ja, natürlich, natürlich. Aber eben in den alten Stil. Und der alte Stil gefällt mir besser als bei dem neuen. Weil da gibt es nicht Laserkanonen und so einen Scheiß. Beim neuen gibt es nur, ja, du schießt mit Projektilen, ne? Und das finde ich wieder beim neuen Scheiße. Ist auch so ein Detail, was ich scheiße finde. Das ist es nämlich. Das ist
gibt immer so seine Gründe. Also wie gesagt, ich fand die klassische Serie besser. Aber das fand ich von so vielen Filmen, zum Beispiel, wo sie es neu gemacht haben und dann so und so. Es ist. Ach. Ja, natürlich. Das sieht richtig so wie menschlich aus. Und deswegen mag ich auch die Zylonen lieber statt die neuen Scheißdinger da. Also auch so, Entschuldigung, aber das sind so Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. Überhaupt gar nicht. Ja, zum Beispiel. Ja, das stimmt, das stimmt. Weißt du, wie es nämlich also wenn du willst, kann ich dir sagen, wie es beim klassischen Kampfstein Galactica ist, wenn du willst. Beim klassischen ist es folgendermaßen. Beim klassischen ist es so, dass, die später eben auf der Erde ankommen. Und ihre Vorfahren, die da hingeflogen sind, sich zurückentwickelt haben. Die ganze Technologie, die sie hatten, hatten sie nicht mehr. Die ist so, wie wir jetzt im 1900, oh Gott, 1984 oder 90 oder keine Ahnung, wie es eben da war. So war es dann. Ne? Das eben zurückentwickelt. Und beim neuen Kampfstein Galactica ist es ja so, dass sie sich selbst zerstört haben. Beziehungsweise die Zylonen sie platt gemacht haben. Ja, aber die letzte Kolonie auf der Erde, die hatte ja nicht diese Codes. Das war ja was anderes. Die sind ja zur Erde geflogen und die Erde war auch zerstört. Und dann sind sie zu einem anderen System geflogen, wo sie nochmal die Erde neu, ja, so gesehen nochmal das gleiche System in etwa. Und dann kam da am Ende noch so eine bescheuerte Sequenz, wo Gaius Baltar, zumindest ein Abbild von ihm, und die eine Tussi da noch, auch ein Abbild von der, dann gesagt haben, mal gucken, wie lange der Frieden anhält. Kann auch sein. Aber deswegen mag ich schon wieder die neue Kampfstein Galactica Sache nämlich nicht. Das ist auch wieder so eine Sache. Was sollen wir jetzt untersuchen? Ja, sonst ist sie ganz gut. Ach, da. Oh Gott, da muss man sich sau viel angucken. Agent bla bla bla.